Bei der Datenpräsentation, also Nicole hatte vorhin schon gesagt, das sind hauptsächlich Digitalisate von uns, von der Staatsbibliothek, aber auch von der ZBW, dieser Zentralbibliothek für Wirtschaft. Und wir haben das zu 8 Themenblöcken so zusammengefasst. Das konntet ihr auf der Website auch schon sehen und hier hinten hängen sie auch nochmal aus. Und nur damit ihr euch ein klein bisschen zurechtfindet in der Präsentation gleich, das ist jetzt hier das erste Datenset und ihr habt immer am Anfang so eine Folie, wo oben ein paar ganz kurze Stichworte dazu sind, worum es in dem Datenset geht und unten kommen dann so harte Fakten, was es für Daten sind und dann kommen ein paar Folien mit Beispielen. Wir führen euch da aber durch und Nicole fängt an. Ja, genau. Also wir haben, wie gesagt, thematisch versucht, die Daten so ein bisschen zu bündeln, um eben vielleicht auch Einstiegspunkte zu geben, wo ihr dann, wenn euch irgendwas besonders interessiert, dass ihr dann da eben auch einschlägige Daten findet. Und ich fange jetzt mal an mit einem Datenset, das wir Gewinnstreben und Arbeitsreform genannt haben. Und hier geht es also um die ArbeiterInnenbewegung, um die Bildung von Gewerkschaften, um sozialdemokratische Parteien und quasi den Druck, den eben alle diese Dinge ausüben, um zum Beispiel Dinge zu erreichen wie die Regulierung von Arbeitsbedingungen, sowas wie 8-Stunden-Tag und Ähnliches und eben auch die Einrichtung von Sozialversicherungen und ähnlichem Schutz für die Arbeitenden. Und demgegenüber natürlich dann auch immer die Gegenperspektive eben aus Unternehmersicht zum Beispiel, die versuchen, das zu verhindern oder eben da Bedenken dagegen haben. Und wie gesagt, jetzt kommen jeweils so ein paar Beispiele. Ich zitiere einfach jeweils aus einzelnen Dokumenten, genau, die in diesem Datenset sind. Hier ist es so eine Art historischer Abriss über die Arbeiterbewegung in Berlin und hier wird eben zum Beispiel das politische Engagement und eben auch Demonstrationen von Arbeitern und Arbeiterinnen werden hier geschildert und da heißt es, Zitat, zu allen Ereignissen und Erscheinungen des öffentlichen Lebens Stellung zu nehmen, ist Aufgabe und zugleich das lebhaft empfundene Bedürfnis jeder entwicklungskräftigen Partei, eine Riesenliste von Demonstrationsversammlungen der sozialistischen Arbeiter Berlins, die in unseren Zeitabschnitt entfallen, veranschaulicht dies aufs Deutlichste. Sobald eine Frage von Bedeutung für Wohlstand und Recht der arbeitenden Klassen auftaucht, finden wir auch die sozialdemokratische Bevölkerung der Hauptstadt auf dem Plan, ihr Urteil und ihre Forderungen bezüglich ihrer kundzugeben. Dann ein zweites Beispiel. Hier geht es eben um die Regulierung von Arbeitszeiten und was das eben auch für Auswirkungen auch auf politische Beteiligung hat. Hier wird also gesagt, das Haupthindernis der Organisation des arbeitenden Volkes zu Bildungsvereinen, Gewerkschaften, Parteivereinen, Konsumvereinen und Genossenschaften aller Art ist die lange Arbeitszeit. Soll die Erziehungs- und Befreiungsarbeit des Volkes durch Organisation größere Fortschritte machen und soll sie noch mehr und edlere Früchte reifen, so muss der sklavische Arbeitsbann vom Volke genommen, es muss ihm der 8-Stunden-Tag gegeben werden. Und noch ein drittes Beispiel, das hier ist jetzt so eine Art, man könnte es vielleicht Werbebroschüre nennen, einer Fabrik, die hier eben anpreist, was sie sozusagen für die Wohlfahrt ihrer Arbeiterinnen und Arbeiter alles eingerichtet hat. Es geht hier um die Schokoladenfabrik Tobler in Bern und ich zitiere aus dieser Broschüre, da steht, die Leitung ist von jeher bestrebt gewesen, nach bester Möglichkeit den sozialen Erfordernissen der Zeit nicht nur zu entsprechen, sondern ihnen vorauszueilen, beseelt von dem Wunsche, ihrem Personal in allen Lebenslagen ideellen und materiellen Schutz und Hilfe angedeihen zu lassen. In Angliederung an die Fabrik Krankenkasse besteht ein segensreich wirkender Wöchnerinnenfonds, aus welchem ohne Rücksicht auf den Zivilstand der Wöchnerin ein fester Beitrag von gegenwärtig 75 Franken an jede Wöchnerin, welche mindestens 10 Monate dem Betriebe angehört, ausgerichtet wird. Genau, ich stelle euch das zweite vor, Wohnungsnot und Lebensmittelpreise, prekäre Bedingungen im Alltag.
Dazu muss man sich so ein bisschen vor Augen halten, dass wir 1831 in Berlin knapp 250.000 Einwohnende haben und 1875 schon knapp 1 Million. Das heißt, die Städte explodieren, das Bevölkerungswachstum ist enorm und natürlich führt das entsprechend zu Wohnungsnot, zu Obdachlosigkeit. In den Wohnungen, die zum Teil mehrfachst belegt sind, herrschen relativ schlechte hygienische Bedingungen, die Ernährung ist nicht besonders gut. Und in dem Datenset sehen wir aber gleich nicht nur diese ganzen negativen Aspekte, sondern wir sehen auch so ein paar Lösungsvorschläge, reformerische Ansätze. Und ihr werdet sehen, in diesem Datenset haben wir Bilder, Grundrisse, Statistiken. Das heißt, das ist, man kann da ganz nett, glaube ich, was mitmachen. Das erste Beispiel hier, da geht es eben um die Enge, die in den Wohnungen herrscht. Unbekümmert um die Zahl der Kinder muss sich die Familie in einem engen Raum zusammendrängen. Ja, oft genug wird die Miete für die einzimmerige Wohnung nur dadurch erschwinglich, dass die Familie noch einen Mieter aufnimmt, die dafür einen kleinen Beitrag zahlen. Und es gab ja auch damals, war das ja sehr häufig, dass man noch Betten quasi untervermietet hat, zum Teil sogar an mehrere Personen, was natürlich auch wieder die hygienischen Bedingungen noch mehr verschlechtert. Das Bild nebenan ist aus einem Krankenkassenbericht, den ihr auch in dem Datenset findet, wo eben einige Bilder von Wohnungen und dem Zustand der Häuser verzeichnet sind. Dann seht ihr hier aus einem Werk, wo es um das vom Metallarbeiterverband herausgegeben wurde, eine Statistik zum täglichen Verbrauch von Lebensmitteln pro Kopf. Ich weiß nicht, wie gut ihr das hinten erkennen könnt, aber man sieht, dass hauptsächlich in Berlin Brot und Kartoffeln gegessen werden. Interessanterweise werden mit in Hamburg noch sehr viel mehr Brot gegessen, dafür aber weniger Kartoffeln. Vielleicht gibt es einen Grund dafür, den ich aber nicht kenne. Hier haben wir jetzt ein Zitat, wo es um ein Obdachlosenasyl geht, das es hier in Berlin gegeben hat und was aber zeigt, dass die Bedingungen dort, wenn man dort die Nacht verbracht hat, alles andere als angenehm waren. Denken Sie sich ein großes Schulzimmer und in demselben eine Reihe niedriger, hölzerner Bänke ohne Rückenlehne. Auf diesen Bänken sitzen die ganze Nacht hindurch dicht gedrängt 50, 60, 70 und mehr Männer. Das heißt, da schläft natürlich auch niemand in dieser obdachlosen Unterkunft. Nebenan ein Bild von Heinrich Zille, da haben wir einen Band digitalisiert und auch da weiß ich nicht genau, ob ihr es lesen könnt, das ältere Mädchen auf der Bank sagt auf Berlinerisch, was ich nicht kann, Mutter, ich habe auch Hunger. So sagt sie es natürlich nicht, aber ihr könnt euch das vorstellen. Und das ist die letzte Folie, da kommen wir dann zu diesen reformerischen Ansätzen. Und zwar seht ihr einmal diesen Wohnungsgrundriss und das ist was, was heute so ein bisschen an diese Tiny Houses irgendwie anknüpft, über die manchmal gesprochen wird. Und zwar geht es darum, dass die Wohnungen sehr häufig auch gewechselt wurden und dass diese reformerischen Ansätze sagen, naja, man braucht halt irgendwie eine Wohnung, es soll auch Heimat sein. Es soll nicht nur ein Dach über dem Kopf sein, so dass man nicht nass geregnet wird, sondern es muss mehr sein. Es muss eine gewisse Verbundenheit geben. Und deshalb wird der Vorschlag gemacht, dass so transportfähige kleine Häuser quasi entwickelt werden, die aber auch in großen Mengen hergestellt werden können. Und sollten die Bodenpreise zu sehr steigen, kann man das alles wieder abbauen und woanders wieder aufbauen. Das ist das eine. Und das Foto nebenan ist eine Gartenstadt aus einem ins Deutsche übersetzten Band von Howard, der in Großbritannien so der Vordenker der Gartenstädte war, wo es auch in erster Linie darum geht, dass es ein genossenschaftlicher Ansatz ist, dass also der Boden, auf dem diese Städte gebaut werden, nicht verkauft werden, sondern dass das irgendwie entweder einer Genossenschaft oder der Stadt gehört und dass man dort also relativ günstig leben kann. Und das ist auch was sehr Sozialreformerisches. Das heißt, die Einwohner sollen dann auch wirklich mitentscheiden, was womit passieren soll. Jetzt geht es gerade nicht weiter. Jetzt. Ja, genau, dann kommen wir zum nächsten Datenset. Wir haben jetzt ja schon verschiedene sehr praktische Beispiele gesehen oder also sehr konkret gesehen, welche Probleme existieren. Und das Ganze wurde aber natürlich ja auch, also die Industrialisierung und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen wurden natürlich auch auf einer theoretischen Ebene diskutiert. Das war eben die im 19. Jahrhundert sogenannte soziale Frage, wo sich eben Leute Gedanken gemacht haben darüber, wie ist es entstanden, was sind die Gründe dafür und was
tut man dagegen oder was für Lösungsansätze kann man eben finden, um diese Probleme irgendwie zu minimieren oder zu beseitigen. Und da habe ich erstmal zwei Beispiele, wo die einfach deutlich machen, wie präsent diese Thematik war oder wie wichtig halt auch, als wie wichtig sie wahrgenommen wurde. Das erste Zitat: Die soziale Frage wie eine Sphinx unseres Jahrhunderts steht sie vor uns und fordert gebieterisch ihre Lösung. Und das zweite Zitat: Die soziale Frage ist sozusagen das rote Glas geworden, durch welches man die ganze Weltlage und jede einzelne darin auftauchende Frage und Aufgabe betrachtet. Also wo eben deutlich wird, dass das wirklich als sehr drängendes Problem irgendwie wahrgenommen wurde. Genau. Und dann gibt es aber natürlich auch zu dieser Zeit Stimmen, die das Ganze ablehnen, die irgendwie versuchen, das alles als ganz unproblematisch und ganz natürlich darzustellen. Und das ist hier dieses Beispiel aus einer Schrift mit dem Titel »Die sogenannte soziale Frage oder die neueste Volksverdummung«. Und da wird also sehr polemisch eben gesagt, so gilt nun auch die berühmte Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital nicht nur für die Sozialisten für eine ausgemachte Tatsache, sondern es wird dieselbe einfältigerweise auch von sonst dem Sozialismus feindseliger Seite nachgeplappert. Nun ist aber diese ganze Ausbeutungstheorie nichts als ein Gewebe von Lüge und Unsinn. In der Wirklichkeit verhalten sich diese Dinge ganz anders als in den Köpfen der Weltverbesserungskonfusionäre. Genau, und neben diesen eben theoretischen Debatten oder Polemiken gibt es auch eine Strömung eben in, also auch in der Soziologie oder in psychologischen Schriften, sich eben stärker auch mit der Arbeiterklasse und mit dem Proletariat zu befassen und irgendwie zu versuchen, diese Gruppe irgendwie zu beschreiben oder sichtbarer zu machen auch teilweise. Hier, das ist so eine, ist eine Studie oder Abhandlung von des Soziologen Werner Sombart, der zunächst eher linkssozialistisch eingestellt war, in späterer Zeit durchaus eher konservativ und auch eine problematische Figur. Und hier versucht er irgendwie so quasi eine Charakteristik zu machen, einerseits von Kindern, die aus Arbeiterfamilien kommen und andererseits von Kindern, die eben auf dem Land aufgewachsen sind. Und das stellt er so dar, Zitat, wollen wir erfahren, wes Geistes Kind der Proletarier ist, so werden wir am besten nachschauen, was er nicht ist. Das Arbeiterkind weiß nichts mehr von den heimlichen Reizen, die die Natur dem Hirtenbuben in tausendfachen Weisen bietet. Wo der Landmensch natürlichen Rat weiß, versagt das Urteil des Sohnes der Fabriken oder der Warenhäuser. Was er nicht in der Schule gehabt hat oder aus Büchern gelernt hat, das weiß er nicht. Von den schlechten Gewohnheiten abgesehen, die er auf den Straßen im Verkehr mit seinesgleichen aufgreift, so kommt ihm auch alle Fühlung mit der Natur abhanden. Textilindustrie und Landwirtschaft heißt das nächste Datenset zu Arbeits- und Lebensverhältnissen einzelner Berufsgruppen. Und wie es der Titel schon sagt, bekommen wir eben Einblicke in die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse von beispielsweise Menschen, die in der Stuhlindustrie arbeiten, aber auch Bergarbeiter, Dienstmädchen, Spielwarenindustrie, Kellnerinnen, Schauspielerinnen, also sehr breit gefächert. Und auch hier haben wir einiges an Statistiken und sozialwissenschaftlichen Studien und aber auch Bilderbögen, was vielleicht für den einen oder anderen ganz oder die andere ganz interessant sein könnte. Das erste Beispiel, da lernen wir was über die unheimliche Monotonie, die in vielen Fabriken vorherrscht, von jemandem, der einige Monate in Fabriken sozusagen probeweise mal gearbeitet hat. Als eine geradezu bedauernswerte Arbeit, aber erschien mir immer die der Aufreiber. Zweier schon älterer Männer, die Tag aus, Tag ein von morgens 6 bis abends 6 Uhr nichts anderes zu tun hatten, als die von den Maschinen roh gebohrten Löcher fein, sauber, glatt nachzubohren, alles mit der Hand. Im ewigen Einerlei. Wo ist da noch Schaffensfreudigkeit, innere Befriedigung, geistiges Streben, sittliche Charakterbildung möglich? Hier dagegen, ich habe gerade schon gesagt, wir haben einige Studien in dem Datenset, sehen wir einen Fragebogen aus einer Dienstmädchenbefragung und dieser Fragebogen
wurde einmal eben den Dienstmädchen vorgelegt, dass sie ihn ausfüllen sollten und in der leicht abgewandelten Variante dann den sogenannten Herrschaften dieser Dienstmädchen. Und gefragt wird da zum Beispiel, wann sie anfangen zu arbeiten, wann sie aufhören, was sie zu essen bekommen, wie ihr Schlafplatz gestaltet ist. Und das ist nur der Anhang eben aus diesem Band. Vorher werden diese ganzen Antworten entsprechend ausgewertet. Um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was in dem Datenset noch drin ist, haben wir hier drei Beispiele. Im ersten geht es um Schauspielerinnen. Weibliche Mitglieder haben sich außer den Männerkostümen alles auf eigene Kosten zu stellen und sind verpflichtet, alle Weisungen der Bühnenleitung in Betreff der Haartracht, der Schminke und dergleichen genau zu beobachten. In dieser Abhandlung wird man zum Beispiel auch nachlesen können, wie viel man verdient, wie die genauen, wirklich die präzisesten Vertragsdetails gestaltet sind, wie sich das Leben dieser Schauspielerinnen gestaltet. Im zweiten Beispiel geht es um das Zuhältertum in Berlin. Und über die Zuhälter wird hier gesagt, der wichtigste Dienst, den der Zuhälter der Dirne zu leisten hat, besteht hierin. Wenn die Dirne verhaftet oder zwangsweise ins Krankenhaus gesteckt wird, muss der Zuhälter sich um die Sachen, um das Eigentum der Dirne kümmern. Und was in diesem Band sehr, sehr deutlich wird, ist, wie Prostitution hier wahrgenommen wird, sehr negativ, selbstverschuldet. Und das Zuhältertum ist fast noch der bessere Stand quasi. Das ist wirklich interessant, da reinzugucken. Im letzten Beispiel geht es um die Künstler, um Maler. Der normale, vom Glück begünstigte Durchschnittsmaler verdient also minus 500 Mark. Das ist die Schlussfolgerung, nachdem einige Absätze lang vorgerechnet wurde, wie viel die Anschaffung einer Leinwand von Pinseln, von Farbe kostet, wie viel man dann einnehmen kann, wenn man eventuell ein Bild verkauft hat. Ja, dann kommen wir zum nächsten Datenset. Genau, das passt auch ganz gut zu dem, was vorhin schon gesagt wurde, dass eben Prekarität auch durchaus wichtige Gender-Aspekte hat. Und das war uns wichtig, das irgendwie auch abzubilden. Und deswegen haben wir das Datenset Sozialbeamtin und Fabrikarbeiterin zusammengestellt, um eben in diesem Set so ein bisschen Dokumente zusammenzutragen, die zeigen, welche Auswirkungen eben die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen auch auf insbesondere auf Frauen hatten und inwiefern auch gesellschaftliche Rollenbilder einerseits sich verändert haben und andererseits eben auch Lebens- und Arbeitsbedingungen. Genau, und da geht es eben einerseits genau um die Arbeitsbedingungen, insbesondere auch von eben Frauen aus der Arbeiterklasse, aber auch um die Frauenbewegung und die soziale Tätigkeit. Also gerade karitative Tätigkeit war ja schon sehr lange auch oft eben in der Hand von Frauen und auch in der bürgerlichen Frauenbewegung ja ein ganz wichtiger Teil. Und aber nach und nach etablierte sich ja auch die soziale Arbeit eben als tatsächlich Erwerbsarbeit. Und auch da spielten Frauen eben eine sehr große Rolle und fanden sozusagen auch neue Berufsfelder, die sich ihnen da geöffnet haben. Aber hier zunächst einmal zu den eben, also zu erwerbstätigen Frauen und dem Problem, den wirklich wirtschaftlichen Problemen, denen diese Frauen begegnen, einfach dadurch, dass die Löhne oft so gering waren, dass man sich eigentlich davon nicht wirklich, also dass sie eigentlich unterhalb jedes Existenzminimums waren. Das ist hier ein Zitat, wo eben vorgerechnet, also oder ein Werk, in dem eben vorgerechnet wird, wie viel eine Arbeiterin verdient und wie viel Ausgaben sie hat und dass das irgendwie alles gar nicht zusammenkommen kann. Zitat, man wird mit Schaudern erkennen, dass es tatsächlich Tausende von Frauen gibt, die sich trotz angestrengtester Arbeit nicht satt essen können. Für die meisten alleinstehenden Arbeiterinnen ist ein Mittagessen für 30 Pfennig bereits zu teuer. Ein Arbeiter urteilt über die Ernährungsweise seiner Mitarbeiterinnen. Die Arbeiterinnen leben fast nur von Kaffee oder Kakao, aber so schlecht ist es manches Mal, dass es nicht zum Trinken ist. Abends kochen sie Gemüse und Kaffee oder was von Mittag übrig bleibt. Die Nahrung würde einen Mann in 8 Tagen arbeitsunfähig machen. Dann wiederum gibt es durchaus auch Ansätze eben zur Selbstorganisation von Frauen in Berufen, die, in denen die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel einer Studie über Kellnerinnen in Berlin,
wo es eben auch darum geht, also quasi wo der Autor versucht, irgendwie aufzuzeigen, was die Probleme sind, warum die Bedingungen so schlecht sind und was man eben vielleicht auch dagegen tun könnte. Und hier sagt er, die Leute, welche aus der gegenwärtigen unwürdigen Lage der Kellnerinnen Vorteil ziehen, wollen natürlich von grundlegenden Neuerungen auf diesem Gebiete nichts wissen. Hauptsache ist und bleibt es, dass die Mädchen die Ursachen ihres Elends klar erkennen lernen und dass sie die Überzeugung gewinnen, es sei eine Besserung möglich. Und eine solche ist in mancher Hinsicht tatsächlich möglich, aber nicht durch eine Polizeiverordnung und auch nicht dadurch, dass fromme Herren und Damen sich des Seelenheils der Kellnerinnen annehmen, lässt sie sich erzielen. Es muss die Quelle des leiblichen und geistigen Elends verstopft, es müssen die Wirte veranlasst werden, ein festes Minimalsalär zu bezahlen. Damit sind bis jetzt nur wenige von ihnen grundsätzlich einverstanden. Sie müssen also dazu gezwungen werden. Genau, neben den konkreten Arbeitsbedingungen ist ja auch ein sehr wichtiges Thema in dieser Zeit die Bildung von Frauen. Da gibt es natürlich einerseits die Bemühungen, zum Beispiel Frauen, dass Frauen auch zum Studium zugelassen werden, was sich eher in den bürgerlichen Kreisen abspielt. Aber es wird eben auch diskutiert, inwiefern Bildung für Frauen aus ärmeren oder eben aus der Arbeiterklasse möglich ist und inwiefern man quasi dieses Ziel erreichen kann, dass eben auch diese Frauen Zugang zur Bildung bekommen. Und hier ein Zitat aus einem Werk, wo eben dargestellt wird, wie so eine Vortragsreihe organisiert wird für Arbeiterinnen. Da sagt also die Autorin, wir wollen aus verschiedenen Zweigen der Wissenschaft und Kunst eine Reihe von Vorträgen bieten, die in leicht fasslicher Weise einen allgemeinen Überblick über das geben, was für die Entwicklung moderner Anschauungen von hervorragender Wichtigkeit geworden ist und andererseits über das, was im Interesse der arbeitenden Frau besonders nahe liegt. Nur muss man, um solche Vorträge zweckvoll zu gestalten, dabei unbedingt auf der Forderung bestehen, dass der Vortragende selbst stets ein moderner und vorurteilsloser Mensch sei. Ein Gebiet fernerhin, dem Sie gewiss alle das lebhafteste Interesse entgegenbringen, ist das Ringen der Frau nach geistiger und ökonomischer Selbstständigkeit, das, wie Sie wissen, in unserem Jahrhundert auch alle bürgerlichen Kreise durchdringt und überall die ernstesten Meinungskämpfe und Konflikte wachgerufen hat. Genau, und jetzt noch zum Abschluss eher die Perspektive der, also bürgerliche Perspektive sozusagen, wo eben auch es Initiativen gibt, sozusagen die jungen Mädchen aus quasi den besseren Kreisen, den sogenannten, auch dafür zu gewinnen, sich eben sozial irgendwie zu engagieren und in der sozialen Arbeit irgendwie tätig zu werden. Und da wird in dieser Abhandlung wird gesagt, die Begründer der Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit wollten alle die brachliegenden Kräfte von jungen Mädchen und Frauen zu fruchtbarer Tätigkeit freimachen, ein soziales Verantwortlichkeitsgefühl, eine staatsbürgerliche Gesinnung erwecken. Zu dem Zweck sollten die Mädchen einerseits für praktische soziale Arbeit gewonnen und bei der Arbeit angeleitet werden, andererseits durch sozialwissenschaftliche Kurse theoretisch in die sozialen Probleme und Aufgaben eingeführt werden. Also hier auch ganz interessant, dass es eben nicht nur darum geht, sozusagen irgendwie karitativ tätig zu sein, sondern dass das eben auch mit einem Bildungsanspruch verknüpft ist. Sozialismus und Liberalismus, Debatten um das politische System, ist ein Datenset, das ein bisschen theoretisch ist und ein klein wenig von der trockeneren Natur, aber es geht eben im Großen darum, welche Aufgaben der Staat hat, welche Reichweite er haben soll, also zum Beispiel, ob Sozialpolitik ein Thema des Staates ist oder nicht. Und so ganz grob kann man als Linien machen, es gibt einmal die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften, die natürlich die Verbesserung der Arbeiterklasse wollen, die gesellschaftliche. Und dagegen haben wir eher konservative Strömungen, eher die Arbeitgeberseite, wo dann so Punkte genannt werden wie die Wirtschaftskraft darf nicht geschwächt werden und der Nationalstaat darf nicht geschwächt werden. Auf der ersten Folie hier sehen wir ein Beispiel, das gegen die Sozialdemokratie anschreibt und was ganz ähnlich einem Beispiel ist, was Nicole gerade schon hatte. Diese sozialdemokratische Lehre ist eine Irrlehre. Sie täuscht den Arbeiter über sein Verhältnis zum Unternehmer. Der Unternehmer als solcher ist nicht der Ausbeuter, sondern der Führer im Produktionsprozess, dem Feldherrn im Kriege, dem Dirigenten im Orchester vergleichbar. Der die an sich leistungsunfähige Masse organisiert, zu dem von ihm, zu,
zudem von ihm erkannten Ziele in Bewegung setzt und sie durch seine Tätigkeit fähig macht, den Mehrwert zu erzeugen. Im Gegensatz dazu sehen wir auf der nächsten Folie ein Zitat von Rosa Luxemburg, die gegen die Nationalökonomie, wie es damals genannt wird, anschreibt und die so eine Art Kampfmittel, kann man fast sagen, von allen Seiten wird und ins Feld geführt wird. Sie sagt: Die deutsche Wissenschaft der Nationalökonomie hat seit jeher als eine Ergänzung der Polizei funktioniert. Während diese gegen die Sozialdemokratie mit dem Knüttel, sollte jene mit geistigen Waffen vorgehen. Und das tat sie. Erst durch Verdummung der öffentlichen Meinung, durch Erzeugung einer ganzen dickbändigen Professoralweisheit, die die Harmonie der Interessen und die Verkehrtheit des Klassenkampfes predigte. Und dieser ganze Band ist sehr schön, wenn man ein bisschen Rosa Luxemburg Flair haben will, dann reißt der einen ein bisschen mit. Auf der nächsten Folie, zu der wir gerade nicht kommen, jetzt sehen wir aber ein Beispiel, dass es auch durchaus innerhalb der Sozialdemokratie oder in der sozialistischen Ecke Streitigkeiten gibt. Wir haben hier ein Beispiel, dass da spricht jemand von der Opposition der Jungen. Das war nach dem Erfurter Parteitag eine Gruppe, die der SPD vorgeworfen hat, dass sie nur noch reformistisch ist und sich quasi vom Ziel der Revolution abgewandt hat. Und Hans Müller, den man heute nicht mehr unbedingt kennt, schreibt: Die Bewegung stützt sich auf die Überzeugung, dass die Arbeiterpartei nicht mehr geraden Weges direkt auf ihr Ziel losgehe, sondern auf abschüssige Bahnen geraten sei und sich seit geraumer Zeit mehr und mehr aus einer rein proletarisch-revolutionären Bewegung in eine kleinbürgerlich-possibilistische Reformpartei zu verwandeln angefangen habe. Genau, also nachdem wir jetzt eher auf der theoretischen Ebene unterwegs waren, kommen wir jetzt wieder zu ganz konkreten Problemen zurück. Und zwar haben wir hier in diesem Datenset Elend und Fürsorge einerseits Dokumente zusammengestellt, die eben dazu dienen, Armut und Elend überhaupt wahrzunehmen, zu dokumentieren. Und andererseits oder auch gerade dadurch eben auch dann die Bekämpfung dieser Probleme voranzutreiben. Und dabei ist ganz oft so eine Art Doppelanspruch zu sehen. Also einerseits eben ein karitativer Anspruch, also dass eben geholfen werden soll, dass irgendwie das Elend irgendwie gelindert werden soll, und ganz oft ist aber diese Hilfe auch mit so einem stark regulierenden Ansatz verbunden, also dass eben zwar geholfen wird, aber dann auch das an Bedingungen geknüpft wird, also sei das moralische Ansprüche, sei das irgendwie durch Eingriffe auch in die Lebensgestaltung. Genau, das sind so diese beiden Aspekte. Und dann sind in diesem Datenset auch noch Dokumente versammelt, die so ein bisschen zeigen, wie die soziale Arbeit nach und nach auch professionalisiert wurde und auch institutionalisiert wurde. Also so ein bisschen weg von dieser privaten Fürsorge durch irgendwie wohltätige, reiche Damen, sage ich jetzt mal, hin zu eben einem stärker auch staatlich gesteuerten oder eben auch institutionalisierten Vorgehen. Genau, und hier habe ich erstmal ein relativ altes Beispiel, jetzt also aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo eine Rettungsanstalt, eine sogenannte, für arme Kinder beschrieben wird und wo man sehr stark merkt, dass hier zwar geholfen werden soll, aber auf gar keinen Fall irgendwie die sozialen Schichten durcheinander gebracht werden sollen. Da steht nämlich: Wie bei der Erziehung überhaupt, so gehen die Rettungsanstalten namentlich auch bei der Verpflegung ihrer Zöglinge von dem Grundsatz aus, dass alles, was dieselben über ihren Stand erheben könnte, zu entfernen sei. Und dass in ihrer ganzen Lebensweise neben Ordnung und Reinlichkeit möglichste Einfachheit und Bedürfnislosigkeit herrschen müsse. Die Nahrung erhalten die Kinder in guter Qualität und hinreichender Quantität, jedoch nicht gerade so viel, als sie wollen. Es gibt Kinder, welche nicht wissen, wann sie genug haben. Um dieser Willen ist wenigstens ein Maximum festgesetzt, welches nicht überschritten werden darf. Dann hier ein anderes Beispiel, auch so einer Hilfsorganisation, könnte man sagen. Das ist ein sogenanntes Vorasyl für, wie man das damals nannte, gesunkene Mädchen, also
Prostituierte. Und diese, also eben diese Asyle waren sehr oft in kirchlicher Hand auch, und das merkt man hier auch an diesem Zitat, eben auch an dem, an dieser religiösen und auch moralischen Grundierung, die dem Ganzen halt zugrunde liegt. Hier schildert also der Gründer eines solchen Asyls einen Fall sozusagen, den er erlebt hat, wo er erzählt, an einem kalten Novemberabend des Jahres 1881 schellte es an meiner Tür. Vor mir stand weinend ein Mädchen in auffallendster Frisur, in noch auffallenderer Kleidung. Retten Sie mich, um Jesu Willen, retten Sie mich, war das Einzige, was sie sagen konnte. Es klang wie der Schrei eines Ertrinkenden. Hätte ich sie auch nur für eine Stunde fortgelassen, so wäre sie für immer verloren gewesen. Ich verschaffte ihr vorläufiges Unterkommen bei einer benachbarten Frau und sie wurde gerettet. Heute ist sie glückliche und ordentliche Ehefrau. Ganz ähnliche Fälle kommen öfter vor, aber gerade der erzählte Fall trieb mich an, die Hilfe der edlen Frauen des Tales zu erbitten, um eine stets zur Aufnahme fertige Zufluchtsstätte, ein Vorasyl, einzurichten. Nur in den allerseltensten Fällen nämlich können gesunkene Mädchen sich direkt an jene Anstalten wenden. Aber zu uns können die Mädchen sofort kommen, ohne alle Umstände, ohne alle Vorbereitung, ohne vorherige Anmeldung, ohne Papiere, ohne Geld. Dann noch ein weiteres Beispiel einer anderen Fürsorgeeinrichtung, und zwar geht es hier um eine sogenannte Arbeiterkolonie. Das war im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, wurden viele solche Kolonien gegründet, die das Ziel hatten, eben arbeitslosen Menschen sowohl Unterkunft als auch Arbeit für eine bestimmte Zeit zu geben. Und das war eben einerseits natürlich eine Hilfe für diese Menschen und andererseits aber natürlich auch eben mit sozialer Kontrolle verbunden. Und das zeigt sich hier in dieser Hausordnung für die Berliner Arbeiterkolonie. Ich zitiere, die Berliner Arbeiterkolonie hat den Zweck, gesunden, arbeitslosen, aber zur Arbeit fähigen und willigen, alleinstehenden Männern in der Zeit höchster Bedrängnis Arbeit, Verpflegung und Unterkunft zu gewähren. Jeder Aufgenommene verpflichtet sich ferner zur pünktlichen Befolgung aller Einzelvorschriften, deren wichtigste folgende Punkte sind. Erstens, der Kolonist hat jede ihm aufgetragene Arbeit ohne Widerrede willig, fleißig und nach besten Kräften auszuführen, den bestellten Beamten und Vorarbeitern zu gehorchen und ein gesittetes Leben zu führen. Zweitens, er hat sich größter Reinlichkeit zu befleißigen. Das Reinigen der Leibwäsche besorgt die Anstalt umsonst. Mittellose erhalten Hemden und Holzschuhe unentgeltlich zur Benutzung. Genau, und während jetzt, es hier jetzt um diese Einrichtungen ging, die eben Hilfestellung leisten sollen, zum Schluss noch ein Beispiel, wo es eben um quasi diesen neuen Beruf der Sozialbeamtin oder des Sozialbeamten geht. Und hier wird auch so ein bisschen aufgezeigt, wie sich eben die Wahrnehmung von sozialer Arbeit einerseits von der sozusagen intrinsischen Motivation eben zu helfen hin zu einem tatsächlichen Erwerbsberuf eben verändert in dieser Zeit. Hier wird gesagt durch die Autorin Gertrud Israel, die Struktur des Sozialbeamtenstandes ist zwiespältig. Als Sozialarbeiter stehen sie in Reihe und Glied mit den ehrenamtlich tätigen Kräften, gleichgültig, ob sie als ihre Kollegen oder als ihre Arbeitgeber wirksam sind. Als Beamte, als Angestellte bilden sie einen Erwerbsstand, eine besondere wirtschaftliche Gruppe und als solche einen Teil der Arbeitnehmerschaft. Aus der Verschlingung zweier wesensfremder, im Grund wesensentgegengesetzter Kreise ist hier eine neue Form entstanden, die ihr ganz eigenes und eigenartiges Gepräge hat. So, damit sind wir schon bei unserem letzten Datenset, Marginalisierung und Kriminalisierung. Das ist ein Datenset, das sich den, ja, im Grunde den schwächsten Personengruppen widmet, die also am stärksten von dem wirtschaftlichen und von dem sozialen Druck getroffen werden können. Zum Beispiel Waisen, Witwen, Prostituierte, Alkoholabhängige, Arbeitslose, um so sich das vorstellen zu können. Und was ein Thema ist, was immer sich darin widerspiegelt, ist so die Frage, ob man für die eigenen Lebensverhältnisse individuell verantwortlich ist oder ob es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gibt. Und auch hier sehen wir das, was Nicole eben schon beschrieben hat, dieses Zwischenspiel zwischen Kontrolle und Regulierung oder aber wirklicher Hilfe. Und wir haben es hier zu tun mit auch wieder vielen Studien, Statistiken und so, aber wir haben auch Illustrationen und Bilder in dem Datenset.
Während wir vorhin ein Beispiel hatten, wo es um das Zuhältertum ging, in dem relativ deutlich wird, wenn man diesen Band anguckt, dass Prostitution eigentlich so eine Art Charakterschwäche ist, wird das hier deutlich anders dargestellt. Die Statistik aber lehrt uns, dass aus den ärmsten Schichten der Bevölkerung, aus den gedrücktesten und schlecht bezahltesten Berufen, die große Armee der Prostitution ihre Rekruten bezieht. Außerdem haben Sozialpolitiker und Statistiker in Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs stets eine Vermehrung der Prostituierten konstatiert, deren Zahl sofort wieder zurückging, sobald die Arbeitslosigkeit aufhöre, die Löhne höher und die Lebensmittel billiger wurden. Also nicht nur der Arbeiterstand an sich liefert das Prostitutionsmaterial, sondern es sind immer die schlecht bezahltesten Arbeiterinnen, die dem Moloch des Lasters anheimfallen. Das heißt, Prostitution ist hier ganz deutlich eine wirtschaftliche Folge. Auf der nächsten Folie sehen wir sogenannte Landstreicher, also nicht sesshafte Personen, die hier in eine Polizeikontrolle geraten sind, aus einem Band von Hans Ostwald, in dem mehrere solcher Bilder drin sind, und ein kurzes Zitat auch. Es ist nicht immer nur romantischer Trieb oder vagabundische Faulheit, die die Menschen auf die Landstraßen ziehen. Wie oft spielen Leidenschaften, Laster, Leichtsinn, Erlebnisse, Kümmernisse, Sorgen und Schmerzen die Rolle des Vaters, der seinen ungebärdigen Sohn vom heimatlichen Herd jagt. Und auch hier merkt man also gewisse Sympathien und das ist nicht so hart. Hart ist dagegen das nächste Beispiel. Zur Psychopathologie des Landstreichers. Das ist eine medizinische Studie, die untersucht, inwiefern diese nicht sesshaften Menschen psychische Krankheiten haben. Und hinten in diesem Band gibt es den sogenannten Tafelband, wo also im Grunde so eine Art Datenvisualisierung drin ist. Zu jeder Person, die in dieser Studie vorkommt, gibt es so eine Tabelle. Und die Tabellen schlüsseln nach Monaten und Jahren auf, wann jemand in Haft war, arbeitslos war, im Gefängnis war, und auch Gründe dafür werden genannt. Hier bei der Person Martin Boot sehen wir einmal eine versuchte Gefangenenbefreiung, wir sehen aber auch schweren Diebstahl oder von was auch immer es wirklich war. Ne? Und dann gibt es aber auch knallhart sowas wie Irrenhaus, und also es gibt verschiedene, die Symbole bedeuten alle was, und ihr habt hier die Legende, und das sind sicher, ich weiß nicht, ich glaube an die 10 Seiten nur diese Visualisierungen. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, haben wir hier ein Zitat, das verschiedene Formen der Fürsorge in dieser Zeit relativ subjektiv vermutlich einordnet, nämlich: Es ist etwas ganz anderes, ob barmherzige Liebe sich eines armen, verlassenen, selbst verwahrlosten Kindes angenommen und vor dem Verderben bewahrt hat, oder ob die öffentliche Gewalt ihre Hand darauf legt. Wie es ein ganz anderes ist, ob die erbarmende Liebe einen Hilfsbedürftigen aus seiner Not errettet oder ob er der öffentlichen Armenpflege verfällt. Die erbarmende Liebe hebt und erweckt dankbares Erinnern. Das Eingreifen der öffentlichen Gewalt drückt nieder und drängt zu beschämendem Vergessen. Und dass das so gegenübergestellt wird, wird einem vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer, wenn man sich vor Augen führt, dass 1878 in Preußen das Gesetz zur Zwangserziehung eingeführt wird, was immerhin bis 1900 gilt. Und allein von der Begrifflichkeit her kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie da die Herangehensweise war, bis es dann ab 1900 das sogenannte das Fürsorgeerziehungsgesetz wird. Also da ändert sich langsam aber sicher ein bisschen was. Damit sind wir mit unserem Datensatz am Ende.